Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde 7 Days to Die. Ja, die Horde ist ausgeblieben. Ich freue mich. Und es heißt jetzt erstmal Loot-Tour. Zum ersten Mal hier ein bisschen ausräumen das Ganze. So viel brauchen wir auch nicht dabei. Das wegmischen mal. Den wollen wir verheizen später. Könnten wir eigentlich dann gleich machen, dass wir hier wieder ein bisschen hier einschmelzen. Zack, da geht gleich wieder das Ganze ein bisschen hoch. Das packen wir noch auf die Bauseite, genauso wie die Cobblestone Rocks. Ja, das nehmen wir mal so mit, die Steel Arrows. Jein, das Wasser nehmen wir auch nicht mit. So, das packen wir aber da unten rein. Uns reichen, glaube ich, die normalen Pfeile. Außer es kommen Hunde, aber... Das hoffen wir mal nicht. Haben wir Hunger? Haben wir Hunger? Haben wir Hunger? Hunger haben wir, ja. Durst haben wir auch. Dann könnten wir hier eigentlich ein bisschen was einbraten. Obwohl wir gar keinen... Ah, aber es zieht alles rein. Wie geil ist denn das? Gut, essen wir erstmal hier Verkohltes. Dann lecker Frisches hinterher. Packen uns mal alles hier rein. So, dann zacki zacki. Da trinken wir doch gleich mal ein. Boah, jawoll. Es gibt uns vielleicht ein bisschen Wellness. Leere Gläser, naja, was soll's. Lass mal da so und wir ziehen von dannen fröhlich an Tag 7. Hoffentlich frisst uns nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Die nehmen wir mal mit. Ach, hier haben wir auch noch Steel Arrows, 17 Stück. Sehr nice zu wissen. Kacke nehme ich auch mal mit. Die habe ich nämlich anscheinend ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise ich unterschätze die ein bisschen. Ist das Haus nur halb? Nee. Genau. Ja, die Kacke unterschätzt man ein bisschen. Damit kann man wirklich hervorragend Zombies ablenken. Haben wir hier schon gelootet? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Was haben wir hier noch? Ja, einfach mal gucken. Super, zwei Ranches. Sollte jetzt aber alles ein bisschen besser sein. Wir haben ja hier den Quality Joe. Also wenn wir was finden, sollte das irgendwie 25 oder 50 beste Quality haben. So. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Okay, das ist sehr nice. Wie viel macht das Ding? 5. Wirklich? Also, naja. Ich beschwere mich jetzt mal nicht. Es ist ein lila Knüppel. Oh. So, hier rein. Oh, wieder Honig. Das werden wir gleich wieder scrappen. Scrappen. Scrap it. Höre ich draußen was? Ah, ich glaube, es ist die Tür wirklich schneller. Ich dachte, es ist immer durch die Wand. So, jetzt einfach Normal Eggs. Und da drin ist natürlich... Ja. Das ist ein hässlicher Safe. Nee, kein hässlicher Dave, ein hässlicher Safe. Oh, Menno. Und die wollen wir ums Verrecken, wollen sie mir hier das Buch einfach nicht vergönnen. Sollen wir das schnell aufmachen? Oh, es geht relativ zügig.
wahrscheinlich wieder ein altbekanntes Foto. Ich weiß nicht, wie viele Fotos ich in der Alpha 12 von so Saves gemacht habe. Das war echt gigantisch. Ist ruhig, okay, geht's weiter hier. So, weg, weg. Lächerlich. Aber ganz ehrlich, lila Knüppel mit 5 Entity Damage, das ist wirklich jämmerlich. Ah, hier hatte ich ja schon reingeschaut, genau. Okay, aber 600 Hosen. Wollen die glitzern richtig? Nein. Ach, wir haben ja keine Feder mehr. Einmal Reifen. So, was haben wir? Oh, eigentlich sehen die gar nicht mal schlecht aus, aber da ich noch überhaupt nichts anderes habe vom Minigolf. Zeige doch mal am Arsch das Problem. Na, was ist im Klo? Auch nix. Candle. Oh, kann man nicht mitnehmen. So, dann gehen wir auch schon wieder. Inventar ausleeren. Ich werde das Ganze erstmal hier unten reinpacken. Eine Wrench brauchen wir, die beste haben wir dabei. Sehr schön, das da rein. Das Turret nehmen wir weiterhin mit. Ach, das Lederzeug lassen wir auch mal rein. Ersten Mal strukturiertes Looting. Da war ich aber auch schon drin. Das ist nämlich jetzt so ein kleines Problem. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt schon war und wo nicht. Aber hier war ich schon überall. Ja. Da war ich auch schon drin. War ja eigentlich schon überall drin. So ein bisschen. Jemand zu Hause? Nee, aber da wollte mal jemand rein anscheinend. Ein Bier. Federn, so. Munition, ganz toll. Und da drin ist noch ein Safe. Jawoll, wieder ein Level up. Ich repariere mal vorerst, das kostet nämlich gerade immer nur eins und das ist wirklich günstig. Und bitte, bitte. Oh, das ist doch jämmerlich. Kommt da einer oder viel?
Ach, das ist nur einer. Ja, ich bin jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gebrannt. Mag das Kind, aber... ich weiß halt, dass auch gleich eine Horde vor der Tür stehen kann. Torkelt da ein so ein rum, ich glaub's hier nicht. Ach, wir haben ja gar keinen Holz. Eigentlich ist es gerade ein bisschen dumm, hier die hässlichen Panzerschränke aufzubauen, wenn ich sonst noch gar nichts habe. Naja. Ja, jetzt wäre was zu trinken recht gewesen. So, jetzt aber hier. Letzte Schicht. Und wieder nur Kacke. Dann werde ich mal wieder auf normalen umstellen. Ich glaube, der hat noch einen guten drin. So, dann packen wir das einfach mal hier rein. Oder, ja. Sind wir sowieso gleich voll. Da rein. Kartoffel. Ja. Nee, ins Auto. Doch ins Auto. So, dann gucken wir nochmal. Nochmal ins gleiche Haus rein, vorne müssen wir noch. Außer da war ich schon, könnte gut sein. Ja. Ja, passt doch, dass ich jetzt auch mal von hinten rangegangen bin. Schwierig. Da waren wir schon, da ist noch gut. Hier aber an der Ecke. Achso, ich war jetzt hier. Ne, da hinten war man, glaube ich, noch nicht drin. Yogi-Bär ist keiner da. Die Bärchen. Ich habe ja auch noch ein paar Autos was drin. Was ist da hinten? Ist das Hase? Ja, ist ein Hase. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein kleines Schrottplätzchen zu hinterm Haus. Mit nix dröhnen. Man, Reifen verbindet man jetzt ja wie Sand am Meer. Jawoll! Ist zwar nicht das, was ich eigentlich wollte, aber... Oh, blaue Minibike-Wheels. Als wie wenn
mich das sonderlich hier anmachen wird. Wir könnten jetzt auch lieber hier drin sein und ich würde denken. Boah. So, dann kann man. Soll ich den aufbrechen? Dritter Safe. Aber geht wieder flotter. Irgendwann muss ja mal was Gutes drin sein. Hühnchen, hier ist ein Hühnchen. Was kriegt man eigentlich hier raus? Einmal rostige Stahlträger. Ach, da oben ist der Flieger, das ist ja nett. So, where is the chicken? Wo ist dieses dumme kleine Huhn hin? Yo, Chicken! There is Chicken. Jawoll. Nice, nice, nice. Ach, die lassen mich sogar in Frieden. Sehr schön. Da ist ein zappeliger Philipp. So. Ja, super. Leatherpants. Das kann ich hier gar nicht anziehen, weil mir sonst wieder die Soße, die Ritze hinten runterläuft. Hatten wir gerade. Hä? Ist da gar nichts rausgekommen? Das ist ja ein bisschen seltsam. Draußen sind ein paar Leute. Jawohl. Ich finde das Häuschen hier sehr interessant. Okay, da hinten waren wir schon dran. Das weiß ich. Hier in dem Laden noch nicht.
Oh, ah, perfekt. Dann können wir jetzt unser Zeug noch abladen und dann haben wir auch schon wieder Hühnchen. Bleib hier. Es gibt's doch nicht. Alter, Hungertod hier. Ja, schöne Folge, finde ich. Also relativ viel Müll gefunden, aber auch einige Sachen, die wo man relativ gut brauchen kann. Ein Haufen Federn, also von dem her. Ja, sowas kann einen mal umbringen. So, hier in die Stühle rein. Kann man die auch noch verheizen? Sehr schön. Dann packen wir das alles noch hier schön rein. So, das Meat hier rein und das Brass. Was haben wir denn noch alles? Eine Top Ranch, super. Die nehmen wir natürlich vorerst mal mit. Packen die hier zu den anderen Ranches dazu. Ah ja, ist das schön. Zack, 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 zack. Das können wir scrappen. So, fein. Es bessert sich. Es bessert sich. Die Horde ist zwar irgendwie komisch, aber keine Ahnung. Aber es ist schön. Das Leben ist schön. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's das gut.